Neue Eskalationsstufe im Tarifkonflikt bei Air France. Die Mitarbeiter der Fluggesellschaft haben sich mehrheitlich gegen einen Gehaltsvorschlag des Managements ausgesprochen. 7% mehr Gehalt gestreckt über 4 Jahre. Mit diesem Vorschlag wollte die Unternehmensspitze Bewegung in den festgefahrenen Tarifkonflikt bringen. Den Beschäftigten genügte das nicht. Konzernchef Jean-Marc Janaillac zog die persönliche Konsequenz aus dem Votum. Er kündigte seinen Rücktritt an. Noch in den kommenden Tagen werde er den Verwaltungsrat des Air France-KLM-Konzerns darüber informieren, so Janaillac. Seit Ende Februar streiken die Beschäftigten bei Air France für höhere Gehälter. Das Unternehmen musste bislang an 13 Tagen zahlreiche Flüge streichen. Air France kostete das mindestens 300 Millionen Euro.